Fibromyalgie ist so ähnlich wie ein Chamäleon, das die Farbe wechselt. Es hat viele verschiedene Beschwerden, können da auftreten. Schmerzen ist eine Hauptkategorie. Es gibt aber auch noch psychische Probleme, depressive Verstimmungen, Verdauungsstörungen. Fibromyalgie ist das große Rätsel für die Medizin. Jahrzehntelang hat man nach Ursachen gesucht und eigentlich keine gefunden. Keine Ursachen, die man mit irgendeinem bestimmten Mittel behandeln könnte, um die Krankheit zu besiegen. Es gibt kein einzelnes Mittel, das diese Schmerzkrankheit beseitigen könnte. Die ganzheitliche Behandlung der Fibromyalgie ist zurzeit auch sozusagen die beste Möglichkeit oder bietet die beste Perspektive für Menschen, die chronisch schmerzkrank sind. Das ist sogar die Überzeugung der Schulmedizin. Und die Schulmedizin hat hier, wie auch Alternativmediziner, multimodale Therapiekonzepte entwickelt, also Behandlungen, die ganz verschiedene Aspekte haben. Entspannung, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, Bewegung, Kunst. Es geht auch darum, etwas von der Schmerzthematik, soweit es geht, abzulenken. Also sich wieder einen positiven Lebensinhalt zu suchen. Und also die alternative Therapie hat einen hohen Stellenwert. Es gibt viele Ursachen, sehr viele Ursachen für die Fibromyalgie. Der derzeitige Stand der Ursachenforschung geht davon aus, dass es eben ein Bündel Ursachen ist, aber ein gemeinsames Kennzeichen aller Ursachen ist die Tatsache, dass derjenige, der chronisch schmerzkrank ist, insgesamt eine erniedrigte Wahrnehmungsschwelle für alle möglichen Empfindungen hat. Also man könnte sagen, eine Empfindungsstörung des ganzen Menschen. Und deshalb sind ganzheitliche Therapieansätze, die eben auf alle Empfindungen, auf Hören, Sehen, Fühlen ausgerichtet sind, eben auch erfolgreich.